Verzeih, dass ich dich störe, aber man sagte mir, du hättest Bismarck hier beordert? Ja, er müsste eigentlich schon hier sein. Willst du ihn etwa ins Ministerium berufen? Das kann doch nicht dein Ernst sein. Ich werde ihn sogar bitten müssen, die Führung dieses Ministeriums zu übernehmen. Aber Wilhelm! Diesen gewalttätigen Grobian, diesen beschränkten Landjunker. Er ist doch so verhasst. Beim Volk wie bei der Presse, bei allen. Er hat Mut. Er steht zu seiner Überzeugung. Er hat nie jemand etwas vorgemacht. Mit geschickten Parlamentariern und Kompromisslern habe ich nun 2 Jahre lang versucht. Was ist das Ergebnis? Preußen geht zugrunde. Ohne ein starkes Heer sind wir verloren. Denk an meine Vorfahren. Immer haben sich Preußens Herrscher auf ihr Heer gestützt. Ihm verdankt Preußen seinen Aufstieg zur Großmacht. Da sind wir jetzt, wenn Deutschland von Habsburg bevormundet. Frankreich und Russland misstrauen uns. England belehrt uns mit Zeitungsphrasen, wir sollen die englische Verfassung einführen. Ich kann das nicht. Es wäre das Ende der Krone und Preußens. Vielleicht kann es Fritz. Er liebt ja diese Liberalen. Eine englische Frau gilt ihm mehr als ich. Aber ehe ich das zulasse, habe ich die Pflicht, es mit Bismarck zu versuchen. Auch wenn er mir unheimlich ist. Rohn sagt es übrigens auch. Du und Rohne denken natürlich nur an eure Soldaten. Aber es ist doch keine Kriegsgefahr. Kriegsgefahr? Bei Kriegsgefahr wäre es nämlich schon zu spät für uns. Wie damals, 1806, als Napoleon meinen Vater überfiel. Und wenn es nun einen Krieg gibt im eigenen Land? Eine Revolution? Seine Exzellenz, der wirkliche geheime Rat, Herr von Bismarck-Schönhausen. Majestät. Sie sind seit gestern in Berlin? Seit vorgestern, Majestät. Gestern hat mich seine Königin Hoheit der Kronprinz bereits zu sich befohlen. Wünschen Sie, Majestät, den Inhalt des Gesprächs zu erfahren? Nein, danke. Dass Sie es mir anbieten, genügt mir. Rohn hat Sie über den Ernst der Lage unterrichtet? In großen Zügen, ja, Majestät. Ich will nicht regieren, wenn ich es nicht so vermag, wie ich es vor Gott, vor meinem Gewissen und vor meinen Untertanen verantworten kann. Das kann ich aber nicht, wenn ich nach dem Willen der heutigen Majorität des Landtags regieren soll. Ich finde keinen Minister mehr, der bereit ist, die Regierung zu führen, ohne sich und mich der parlamentarischen Mehrheit zu unterwerfen. Ich habe mich daher entschlossen, die Regierung niederzulegen. Meine Abdankungsurkunde habe ich bereits entworfen. Es ist Eure Majestät seit dem Mai bekannt, dass ich bereit bin, die neue Regierung zu bilden. Ich bin gewiss, dass Rom bleiben wird und dass ich andere Männer finden werde, die mit mir gehen. Sie würden also für die Heeresreform eintreten? Ja, Majestät. Auch gegen die Majorität des Landtags und deren Beschlüsse? Ja, Majestät. Sie haben sehr viel Mut, mein lieber Herr von Bismarck. Der Mut ist ganz auf Seiten Eurer Majestät, wenn Sie mir diese Stellung anvertrauen. Ich habe den Mut zu gehorchen, wenn Euer Majestät den Mut haben, zu befehlen. Dann habe ich die Pflicht, mit Ihnen die Weiterführung des Kampfes zu versuchen. Ich danke nicht ab. Gehen wir vielleicht lieber in den Park. Dort können wir freier miteinander sprechen. Ein Regierungsprogramm, das ich entworfen habe, in dem ich versuche, auf allen Gebieten, auch in der Verwaltung, sowohl die liberalen wie die konservativen Übergriffe ein für alle Mal zu unterbinden. Verzeihung, Majestät. Sollte man diese Einzelheiten nicht besser zurückstellen? Ich meine, bis das Wichtigste erledigt ist? Ja, und bitte? Es geht ums Ganze. Ob künftig in Preußen die Krone regieren soll oder das Parlament. In dieser Lage werde ich selbst wenn Eure Majestät mir Dinge befehlen, die ich nicht für richtig halte. Ihnen zwar meine Meinung offen entwickeln, aber wenn Sie schließlich auf der Ihrigen beharren, lieber mit dem Könige untergehen, als Eure Majestät im Kampfe mit der Parlamentsherrschaft im Stich lassen. Und Eure Majestät das Vertrauen zu mir haben, mir die Geschäfte ohne Programm zu übergeben?
Wollen Euer Majestät das nicht lieber verbrennen? Die Handschrift Euer Majestät ist bekannt. Es kann in unrechte Hände kommen. Sie haben mich gewonnen, Bismarck. Jetzt sehen Sie zu, dass Sie Preußen gewinnen. Bei uns glaubt jeder, der es in seine Fache zu etwas gebracht hat, nun auch in der Politik mitreden zu können. Herr Dr. Virchow würde einem tüchtigen Bankier schwerlich gestatten, einem Kranken den Arm zu amputieren. Aber in der Politik, von der er so viel versteht wie ein Bankier von der Medizin, möchte er dilettieren. Der gordische Knoten deutscher Zustände lässt sich nicht mit Liebe allmählich lösen. Er lässt sich nur militärisch zerhauen. Wir sind also gezwungen, die Heeresreform auf jeden Fall durchzuführen. Ob mit oder ohne Ihre Einwilligung, ist gleichgültig. Das darf die Regierung nicht! Das ist gegen die Verfassung! 1848! Wir werden einen Antrag einbringen, dass der Minister mit seinem Kopf und seinem Vermögen für den entstehenden Schaden haftet. Diese Haftung übernehme ich gern. Es geht mir bei meiner Politik weder um meine Person noch um mein Vermögen. Ich werde das Parlament, das so viel Verwirrung gestiftet hat, auf Befehl des Königs so lange außer Kraft setzen, bis der Konflikt behoben und Preußen gesichert ist. Sie brechen die Verfassung! König bricht die Verfassung, sondern Sie, meine Herren. Sie haben es bereits getan. Die Verfassung bestimmt, dass die Gesetze in Übereinstimmung zwischen dem König und dem Landtag erlassen werden müssen. Diese Übereinstimmung machen Sie durch Ihre doktrinäre Haltung unmöglich. Dadurch ist die Verfassung außer Kraft gesetzt. Die Staatsmaschine muss aber weiterlaufen. Die Eisenbahn müssen fahren. Die Post muss die Briefe besorgen. Die Beamten müssen ihre Gehälter beziehen. Na und Sie, meine Herren, Ihre Diäten. Wer soll nun die Sorge dafür übernehmen? Etwa Sie, meine Herren? Nein. Selbstverständlich die Regierung des Königs, der allein die Verantwortung, das Recht und die Macht dazu hat. Der Abgeordnete Virchow hat das Wort. Meine Herren, dies ist ein schwarzer Tag in der Geschichte unseres Vaterlandes. Mitten im Kampfe um die Ideale der Freiheit und des Fortschritts wird Preußen in die Düsternis des Mittelalters zurückgestoßen. Aus einem Garten des Geistes wird eine Kaserne gemacht. Nein, meine Herren, bis hierher und nicht weiter. Wir sind das Volk der Dichter und Denker und wir sind stolz darauf. Ja, begreifen Sie nicht, welche Ironie in dem Wort Volk der Dichter und Denker liegt? Während Sie hier träumen, verteilen die anderen die Welt unter sich. Ich bitte mich nicht zu unterbrechen. Wir wollen die Welt nicht. Wir wollen Freiheit im eigenen Lande. Aber die haben Sie auch nicht, die haben die anderen. Zwischen Marseille und Calais liegt ein Land und zwischen Hamburg und München liegen 6 Grenzen. Herz und Geist bilden eine höhere Einheit als alle Verfassungen. Diese Einheit ist bereits erreicht. Den deutschen Mittel muss man mit Gewalt zu seinem Glück zwingen. Und das ganze Fahren an den Frieden zusammenzufügen. Herr von Bismarck und Herr von Rohm lächeln zu meinen Worten. Das sind jene Männer, denen nach den Worten des Herrn Ministerpräsidenten Macht vor Recht geht. Ich habe nicht gesagt, dass Macht vor Recht geht. Verdrehen Sie meine Worte nicht. Es geht mir hier nicht um Worte, sondern um Tatsachen. Herr von Bismarck und Herr von Rohn
sind Feinde des Volkes und Bar jedes Patriotismus. Aber eines will ich Ihnen versichern und jetzt schon vor der Geschichte festhalten. Es wird Ihnen, Herr von Bismarck, nicht gelingen, die Einigung Deutschlands zu verhindern. Herr Ministerpräsident hat das Wort. Es ist mir Ehre, von dem Herrn Abgeordneten Virchow als Feind des Volkes bezeichnet zu werden. Der Herr Abgeordnete Virchow kennt das Volk gar nicht und hat daher in Wahrheit Feind des Landtages gemeint. Die Feindschaft des Landtages ist mir wurscht. Der Herr Kriegsminister hat das Wort. Der Herr Ministerpräsident sitzt hier nicht wie ich in Uniform. Er kann auf den Vorwurf des Herrn Dr. Virchow anders reagieren, als ich es darf. Einem preußischen Offizier den Patriotismus abzusprechen, ist eine Perfidie, eine pöbelhafte Unverschämtheit, die ich mir verbitte. Und aus der ich... Diese Äußerung lasse ich nicht zu. Bitte mich nicht zu unterbrechen. Sie hätten besser die Äußerung des Herrn Virchow nicht zulassen sollen. Ich werde diese Äußerung... Ich habe zu sprechen und ich unterbreche den Herrn Minister. Verzeihung, ich habe das Wort. Und ich werde es nicht fortgeben. Ich habe das Wort. Da steht mir nach der Verfassung zu. Und keine Schelle und kein Linke und keine Unterbrechung. Herr Minister, wenn ich folgt, so will ich die Sitzung unterbrechen. Das dürfen Sie nicht, solange ich spreche. Meine Herren, 350 Stimmen sind lauter als eine. Nach der Verfassung darf ich sprechen, wann und solange ich will. Nur wenn ich Ihnen das Wort gebe. Ich gebe es Ihnen nicht, sondern ich verbiete Ihnen weiter zu sprechen. Ich will um das Wort. Der Ministerpräsident hat das Wort. Die Minister sind in diesem Hause die Vertreter des Königs. Die verbieten also dem König das Wort. Jeder sagt hier seine Meinung und der König soll schweigen? Die Minister werden hier reden. Das können Sie mir glauben. Sie werden reden, solange Sie wollen. Wenn Sie es wagen, dem König das Wort zu verbieten, dann brechen Sie die Verfassung und ich meine ich! Ich werde die Sitzung schließen und dem König Bericht erstatten. Das werden Sie nicht! Die Sitzung infolge brutalen Verhaltens des Herrn Ministerpräsidenten. Dazu ist es zu spät. Der Landtag ist aufgelöst. Auf Befehl des Königs. Ich habe zuerst gesprochen. Sie haben Ihren Satz nicht beendet. Vorher habe ich den Landtag aufgelöst. Die Neuwahlen finden nach der Verfassung statt. Bitte, meine Herren.